Da ist er. Der kleine Vogel auf seiner Suche nach Frieden fliegt wieder. 2018 kam er für die Ausstellung im Münsteraner Landesmuseum Frieden, wie im Himmel, so auf Erden, zur Welt. Das Buch war schon nach einem Jahr vergriffen, bis auf 80 letzte Exemplare, die ich dann in den ersten Tagen nach Beginn von Putins Angriffskrieg verschickt habe. Seitdem haben wir, also Elisabeth Lange, Katrin Eckbringhoff und ich, uns zusammen mit dem Küssel Verlag stark gemacht für eine Neuausgabe. Alles durchgesehen, verbessert, erweitert, aktualisiert und komplett neu layoutet. Und nun ist der Friedenssucher wieder auf seinem Weg, ein wenig mehr Frieden in die Welt zu bringen. Frieden, das wünschen wir uns zurzeit alle. Kriege in fernen Ländern, aber auch direkt in Europa. Aufrüstung, Radikalisierung, Extremismus. Es scheint, als sei der große Traum nach einem friedlichen Zusammenleben in weite Ferne gerückt. Auch der kleine Vogel in diesem Buch fliegt auf seiner Suche nach Frieden schon ziemlich lange und erschöpft umher. Mit letzter Kraft fliegt er in ein Museum und holt Lamm und Löwe aus ihrem Bild vom Jesaja Tierfrieden heraus. Die beiden zeigen dem Vogel auf ihrem Streifzug durch das menschenleere Museum viele Bilder vom erhofften und missglückten Frieden. Dabei lernt der kleine Vogel nach und nach die christliche Friedensbotschaft verstehen. Er gewinnt immer mehr an Stärke und Selbstvertrauen und kommt am Ende zu einer entscheidenden Einsicht. Die Geschichte wurde von mir und vielen anderen schon in der Grundschule vielfach mit großer Resonanz eingesetzt und führt auch in der Familie und Gemeinde zu anregenden Gesprächen über die Frage nach Krieg und Frieden. Sie schenkt uns eine Hoffnung mit offenen Augen, trotz allem, was uns derzeit Sorge bereitet. Für alle, die den Anfang der Geschichte kennenlernen möchten und gegebenenfalls in der Schule oder Gemeinde damit arbeiten, darf ich noch ein kleines Geschenk ankündigen. Mit der Veröffentlichung dieses Videos schalte ich eine PowerPoint-Datei auf meiner Homepage in der Rubrik Material frei. Damit kann man den Beginn der Story vom kleinen Vogel auf dem Flug durch Raum und Zeit lesen oder eben vorlesen. Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude und Zuversicht im Dialog mit diesem Buch. Wir Menschen haben ein Leben in Frieden selbst in der Hand. Möge es uns in der Zukunft besser gelingen und jede und jeder seinen Beitrag einbringen. Dieses Buch ist unser Beitrag für eine friedlichere Welt.